So, aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Ich wollte nur ein Autosave machen. Jetzt geht's nochmal weiter. Also die Partie ist gleich vorbei. Zwei Runden sollte es noch dauern. Vielleicht, wenn er noch ein bisschen schneller wäre, könnte man das noch vorher schaffen, aber das sieht nicht danach aus. So, reicht diese Runde schon? Haben wir jetzt vielleicht schon gewonnen? Hier landet nochmal ein Meteorschauer. Wenn man darauf zieht, kriegt man nochmal eine kostenlose Einheit. Achso, wir sind ja schon dran. Warte hier noch, dass was passiert. So, nochmal ein Theaterplatzfestival. Und schon wieder eine Runde weiter und ich glaube jetzt Sieg in 1. Das war's jetzt, glaube ich. Letztes Mal noch ein Autosave. Wir haben hier nichts weiter zu tun. Und vielleicht schon der Sieg? Schafft es unser Rockband noch aufzutreten? Nein. Wird sie nicht schaffen. Jetzt ist es auch nicht mehr hingeschafft. Zur Zeus-Statue. Dann eine Runde weiter. Blicken nochmal auf unser Reich. Und? Und? Letzten Einheiten ziehen. Ist noch nicht vorbei. Fessel diesen Übeltäter an die zerklüfteten Felsen mit starken Ketten, die unzerstörbar sind. Wir sind dominanter als die von Babylon. Dann sollten wir es so eigentlich geschafft haben. Ja, wir haben genug Punkte. Ich glaube, jetzt ist noch eine Frage der Zeit. Vielleicht wollen sie, dass ich hier noch das Konzert mache. Dann gehen wir mal zum Minakshi-Tempel. Ne? Da wollte ich auch zuerst hin. Und nochmal ein Konzert. Bringt nochmal ein bisschen Tourismus, noch eine Ausrichtung wählen. Da wollte ich ja gerne noch hin. Gucken wir einfach mal hier noch vorbei. So, hier machen wir nochmal ein Theaterplatzfestival. Hier nochmal ein Handelszentrum-Investition. Hier auch nochmal ein Theaterplatzfestival, aber das soll es dann gewesen sein. So, doch noch einmal den Autosave und jetzt einmal noch klicken. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Hoffentlich. Der Wert einer Kultur misst sich nicht an ihren Leistungen, sondern daran, wie lange diese Leistungen währen und in Erinnerung bleiben. Unter eurer Führung, großer Anführer, erschaffen wir nicht nur Schönheit, sondern erhalten sie auch, sodass sie den anderen Nationen der Welt Ehrfurcht einflößen. So, das war der Kultursieg. Wir gucken mal einmal noch die Diagramme an. So, das ist Bezirke gebaut. Okay, gucken wir uns mal ein paar spannende Sachen an. Einheiten getötet. Wir haben hier eigentlich nur gegen Barbaren gekämpft, damit hatten wir so viel zu tun. Einheiten verloren. Wir sind hier der blaue Balken ganz unten, ganz wenig. Gebäude gebaut. Ja, ewig lang waren wir sogar auf dem letzten Platz erst hier. Ab Runde 100, ja was soll das sein, 180 vielleicht so, sind wir überhaupt den letzten Platz verlassen. Wir haben wahnsinnig viele Bezirke gebaut. Gucken wir uns mal die großen Persönlichkeiten an. Ja, ewig gar keine. Ist hier die allererste in Runde knapp 200. Wahnsinn. Und dann haben wir sogar noch fast so viele
oder genauso viele wie Hammurabi wird das sein, ja, erhalten. So, was ist noch spannend? Insgesamt zerstörte Städte, Kriege erklärt. Ja, wir haben keine Kriege erklärt, wir kommen hier nicht vor. Und wir haben auch keine Kriegserklärung erhalten. Spieler Zeitalterpunkte. Ja, da waren wir noch ganz, haben wir ganz gut mitgehalten. Spieler Glaube, Spieler Gold. Wir haben mal große Persönlichkeiten dann am Ende gekauft. Das war auch okay. Spieler Kultur. Hier ewig so halbwegs mitgehalten und dann aber weit ausgeschert. So, Spielerwissenschaft wäre noch interessant. Hammurabi war ja so weit vorne hier und wir hatten ewig Probleme. Irgendwann erst hier sind, haben wir die meiste Wissenschaft pro Runde überhaupt bekommen. Städte eingenommen, Städte gegründet, Städte verloren, Wunder gebaut. Wir haben gar nicht die meisten Wunder gebaut. Das war tatsächlich Basilius, der hat die meisten Wunder gebaut. Trotzdem so wenig Kultur nur gehabt. Aber wir haben ja, wie gesagt, diese riesen Vorteile gehabt. Mit Ludwig, der, wie gesagt, für den schon massive Vorteile hat, sowohl in Kultur, später auch durch die Industriegebiete. Das ist schon, sind schon Riesenvorteile und wir mussten den Anfang vor allen Dingen lange durchhalten, damit wir dann am Ende davon profitieren. Wir haben ja die meisten Wunder tatsächlich angebaut, auch wenn wir sie gar nicht fertiggestellt haben. So, dann gucken wir uns mal noch die Zeitleiste an. Fangen wir mal ganz vorne an. Also, wir haben angefangen, wir haben unsere Stadt gegründet in der Nähe des Überschwemmungsgebietes. Dann Dorfbewohner begrabend. Ja, wir haben viele Bonusdörfer uns geholt. Wir hatten unsere Insel ganz für uns allein. Keiner hat uns gestört. Und haben wir Byzanz kennengelernt. Ja, wir haben dann, glaube ich, zu frühe Zeitalterpunkte bekommen. Die wollte ich noch gar nicht haben, weil wir dann einen Bauernhof, glaube ich, auf dem Feld gebaut haben, wo früher ein Überschwemmungs-, was überschwemmt wurde. So, dann kamen wir in die Klassik. Das erste Barbarenlager haben wir vertrieben. Wir haben auch ein bisschen Unterstützung von den Stadtstaaten bekommen, die zwei, die bei uns auch auf der Insel waren. Ja, wir hatten das schöne Weltwunder Pamukkale bei uns in der Nähe. Da haben wir auch eine Stadt dran gegründet. Wir wurden Suzerenen an Schaden und wurden auch von den anderen Städten völlig in anderen Zivilisationen fast in Ruhe gelassen. Konnten da schön weiterarbeiten, haben dann hier die Stadt in der, an dem Weltwunder gegründet. Die Caldera haben wir gebaut und dann haben wir die Georgien getroffen. Ja, und so kamen wir dann ins Mittelalter. Und dann kam von einem dunklen in ein hellen Zeitalter. Das war sehr schön. Und dann konnten wir viele, ja, Fortschritte erzielen, viele Widmungsboni hatten wir gehabt. Und da haben wir den ersten Campus gebaut, Galapagos-Inseln entdeckt, okay, und noch ein Weltwunder. Muscat dann auch mal als Suzerän für uns gewonnen. Buenos Aires, auch Suzerän geworden. Das waren die drei, die uns auch so abgeschirmt haben von den anderen Zivilisationen. Die wollten uns gar keinen Krieg erklären. Wir haben uns massiv eingeschleimt bei ihnen und irgendwann sind wir da übergegangen, habe hier eine heilige Stätte gebaut und irgendwann habe ich beschlossen, dass wir, auch weil wir wissenschaftlich so weit zurücklagen, vielleicht hier aber auf den Kultursieg gehen sollten, weil wir so viele Tourismuserträge auch hatten. Das Spiel erreicht die Renaissance und wir haben ein dunkles Zeitalter abgewendet, genau. 4 Zeitalterpunkte für unsere Hanse, unseren Spezialbezirk. Davon haben wir in fast jeder Stadt dann eins gebaut. Ja, und so haben wir uns hier, da ist nicht viel passiert in der Renaissance, ich glaube, wir sind wieder in einem dunklen Zeitalter gelandet. Das haben wir auch bewusst gemacht, damit wir jetzt möglichst viele Punkte haben und danach in ein Heldenzeitalter wieder zu kommen. Ja, und dann ging es hier so weiter und so fort. Erste Fabriken. Und unser erstes Weltwunder, was wir gebaut haben, war das Mausoleum. Und gleich hinterher war alles, glaube ich, soweit, dass wir noch ein Weltwunder gebaut haben. Oder nicht? Das Bolschoi-Theater, genau.
vier Zeitalterpunkte dafür und in der Moderne hatten wir dann unser Heldenzeitalter und von da an hatten wir auch nur noch Golden Zeitalter. Ja, und wir haben unsere großen Persönlichkeiten gesammelt und verschiedene andere Weltwunder noch gebaut. Dann irgendwann endlich mal in einen prächtigen Theaterplatz gebaut, Nationalparks gebaut und dann wirklich voll auf Tourismus-Sieg zu gehen. Wir hatten überhaupt keine Annehmlichkeiten-Probleme dann irgendwann mehr, weil wir dann auch viele Unterhaltungskomplexe gebaut haben. Wir durften ja sogar als Deutschland auch noch einen Vorteil, ein Bezirk mehr bauen als ursprünglich üblich. Und das sind wirklich schon, also ist glaube ich schon eine Zivilisation, der Ludwig, seit er durch das letzte Elrond dazugekommen ist, der sich wirklich mit vielen Vorteilen spielt, wenn man die Startphase überlebt. Ja, und so kam es dann, dass wir hier immer mehr Weltwunder noch bauen konnten und unser Tourismus langsam, aber sicher dann irgendwann die Kultur so gesteigert haben auf plus 937. Die Wissenschaft dann auch, waren wir dann auf einmal führend und dann war der Sieg uns irgendwann nicht mehr zu nehmen, dann war es nur noch eine Frage der Zeit. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns dann bestimmt irgendwann bald mal wieder mit einer neuen Partie, mit einem neuen Anführer dann. Ich mag das immer, das zufällig auszuwählen. Ich will ja gar nicht vorher gucken, was will ich denn gerne spielen, und sondern mich dann bewusst drauf einzulassen, egal was es wird, welche Zivilisation das wird, die dann auch so anzunehmen und dann das Beste draus zu machen auf einer zufälligen Karte gegen zufällige Gegner. Und ja, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns bestimmt bald wieder. Tschüss!